Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich möchte euch heute mal ein Buch vorstellen, und zwar Zweitaktmotoren-Tuning. Mit diesem Buch, mit Teil 1 und Teil 2, ja, hat bei mir eigentlich alles so begonnen. Damit habe ich mich belesen und ja, ich kann euch das Buch einfach nur ans Herz legen, euch das mal zu holen, weil gerade wenn ihr einsteigen wollt ins Simson-Tuning oder allgemein in das Zweitakt-Tuning, dann ist dieses Buch eigentlich unumgänglich, weil ihr hier wirklich ja, verdammt viel Infos bekommt und auch Hintergrundwissen, wie ein Motor funktioniert, wie Zylinderköpfe bearbeitet sind, wie die Konturen verlaufen, ja, wie die Brennraumgeometrie aussehen sollte. In dem Buch findet ihr ebenfalls auch ganz viele Themen über Zylinderbearbeitung. Ja, wie man Kanäle portet und so weiter, was man bei den Steuerzeiten beachten muss, wie man eine Kurbelwelle zerlegt und wuchtet, des Weiteren halt, wie hier schon erwähnt, Konturen und ja, Aufbau eines kompletten, ja, ich sag mal, Zweitaktmotors. Wird hier das komplette Tuning beschrieben, vom Auslass über Einlass, über Auspuffbirnen und deren Design und Auswirkungen auf die Leistung. Ja. Man kann verdammt viel davon oder beziehungsweise alles daraus auf jeden Zweitaktmotor anwenden. Es ist wirklich extrem viel, was hier drin steht, und das Wissen, was man sich damit aneignet, ist einfach Gold wert. Ja, hier von der Motorschmierung, über das Gemisch, ja, am besten ihr holt euch das Buch einfach mal und belest euch. Also wie gesagt, für diejenigen, die ins Simson Tuning einsteigen wollen und ja, quasi von Null anfangen, beziehungsweise ja, noch nicht so viel wissen, ist dieses Buch hier genau das Richtige, weil einfach alles und wirklich alles, von Vergaser über Zylinder, Zylinderkopf, Auspuff, Getriebe und so weiter, hier erklärt wird. Ja, sogar Zündung ist hier mit dabei. Dieses Buch ist halt, wie schon dreimal erwähnt, einfach Gold wert. Ich werde euch das mal unten im Video verlinken und dann könnt ihr euch das gerne anschauen. Ich denke, wer dieses Buch hier einmal in der Hand hat, der wird das so schnell auch nicht wieder hergeben. Und ja, selbst ich schlage heute immer mal noch in diesem Buch nach und schaue ab und zu mal hinein, weil man halt manche Dinge auch einfach wieder vergisst, wenn man sie lange nicht gemacht hat. Ja, also, ich hoffe, das kurze Video hat euch gefallen. Wie gesagt, ich verlinke euch das Buch unten im Video und dann könnt ihr gerne mal danach suchen. Könnt euch Teil 1 und Teil 2 holen, wenn ihr das möchtet. Und ansonsten sehen wir uns dann bald wieder. Macht's gut, ciao.